Also nur kurz so zu meiner Geschichte. Also ich bin muslimisch erzogen worden. Der Islam ist mein Glaube. Ich habe mich dann, also ganz, ganz früh als kleiner Junge, war ich dann auch in der Koranschule, auch am Hermannplatz. Konnte dann auch dann irgendwann das arabische Alphabet und habe dann aber irgendwann, ich weiß auch gar nicht mehr weshalb, auch einfach das auch wieder schleifen lassen, habe das irgendwie nicht mehr so, ich war da nicht mehr so hinterher. Und dann habe ich natürlich auch so Zeiten gehabt, so da war Religion jetzt nicht wirklich ein permanentes Thema für mich. Ich war aber auf der anderen Seite immer, immer gläubig. Also was heißt gläubig, aber ich habe, egal was ich gemacht habe und zu welcher Zeit, auch in welcher Etappe meines Lebens, habe ich immer Gottes Ehrfurcht empfunden. Ja, auch darauf bezogen. Ich war jetzt vielleicht nie irgendwie großartig in der Moschee. Ich habe mich mit meinem Glauben an sich nicht wirklich viel beschäftigt und ich habe auch mir nicht wirklich so Gedanken darüber gemacht, aber ich hatte trotzdem eine permanente Ehrfurcht vor Gott gehabt. Das Bedeutet es, dass wenn du Fehler begangen hast oder gewisse Sachen im Nachhinein als Fehler betitelt hast, wirklich dann so Gewissensbisse hattest? Oder wie hat sich das geäußert? Nee, ich hab immer in jeder Situation und zu jedem Zeitpunkt so eine permanente Glaubensbereitschaft empfunden. So, verstehst du? Also ich habe jetzt beispielsweise immer mir gedacht, so okay, manche Leute würden jetzt sagen, ja, das ist Karma oder Schicksal oder irgendwie sowas. So, ich habe immer so das Gefühl tief in mir gehabt, dass Gott sieht, was ich mache. So, und dass ich natürlich auch oft gesündigt habe und weiterhin wahrscheinlich, so möge mir Gott helfen, nicht so viel mehr sündigen werde. Aber ich hatte nie so die. Also auf der einen Seite war ich nie so der ultra, ultra praktizierende Gläubige. Aber es war halt in dir drin, es war Ja, trotzdem aber immer genau, aber allgegenwärtig. ich bin diese Verbundenheit zu Gott, das habe ich nie wirklich verloren. Ja, also ich war zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben wirklich jemand, der gesagt hat, das ist für mich nicht existent. Und es gibt Leute, die sagen, nee, sowas existiert nicht. Und für mich zählt beispielsweise die Wissenschaft und dies und das und bla bla bla. Also ich habe auch, wenn ich selbst für Leute nach außen hin, ich beispielsweise gar nichts mit meinem Glauben zu tun gehabt habe, weil ich habe weder gebetet, noch bin ich in die Moschee gegangen, noch habe ich mich mit meinem Glauben auseinandergesetzt, noch habe ich versucht, wirklich auch Dinge zu tun, die dort sozusagen niedergeschrieben wurden. Aber nichtsdestotrotz hatte ich immer eine wirklich sehr, sehr starke auch Verbundenheit. Also ich könnte mir und habe mir auch nie irgendwie ein Leben vorstellen können, wo ich dem so komplett entsage. So, obwohl ich natürlich einfach auch Dinge gemacht habe und mich selber auch in Situationen wiedergefunden habe und einfach auch vielen Dingen auch so nachgegeben habe. Weißt du, so, irgendwann fing das dann an mit den Tätowierungen und mit den anderen verbotenen Dingen und so halt, wenn man halt so von der verbotenen Frucht jetzt mal so symbolisch halt probiert. All diese Dinge habe ich auch gemacht, aber ich hatte immer trotz dessen immer, 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 immer mindestens so einmal, aber auf jeden Fall mehrmals am Tag immer so diese Momente gab, wo ich gesagt habe, ah Mann, Alter, so eigentlich ist das, glaube ich, nicht so richtig okay, was du da machst. Und Aber das sind ja dann Gott. die von mir angesprochenen Gewissensbisse in Anführungszeichen, ne? Genau, Wo aber du so, also nichts, was mich jetzt wirklich so weit bedrückt hat, dass ich dann halt irgendwie so in eine mich fesselnde Reue versunken bin. Ja, so dass ich wirklich so, oh mein Gott, und so, was habe ich gemacht und so. Und ich wusste so, ey Mann, Dicker, ganz ehrlich, so, das ist jetzt nicht so. Irgendwie ist es eigentlich nicht so angebracht, aber du machst es halt einfach trotzdem, aus welchen Gründen auch immer. So. Und ich habe aber trotzdem immer so für mich selber auch nachts, vor allem, gut, wie gesagt, eigentlich, man schreibt ja vor, dass man fünfmal am Tag betet zu gewissen Zeiten, aber ich habe dann halt immer, auch wenn ich das nicht gemacht habe, habe ich aber immer zum Schlafen gehen so halt immer so für mich selber gebetet. So. Weißt du, das Gebet war halt so, dass ich dem lieben Gott gesagt habe, so, dass ich mich für das, was ich habe, für das, was ich bin, also was ich habe, natürlich vor allem die Gesundheit und die Familie und halt Dinge und halt natürlich dann irgendwann natürlich auch meinen Wohlstand und die Freiheit und das Essen und das Trinken und die Luft, die ich atme und so, dafür habe ich mich jeden Tag bedankt und habe halt immer gesagt, so soll halt so auf meinen Bruder aufpassen, auf meine Mama aufpassen und so halt, weißt du, ich meine so, halt so wie man sich halt so ein
kindliches Gebet vorstellst. So, das habe ich halt auch gemacht, als ich noch schon relativ erwachsen gewesen. Kindliches Gebet, aber ja trotzdem mit den wichtigsten Inhalten gespickt, genau, die dich ja als Mensch genau, ausmachen dann in dem Fall. Genau. Und irgendwann ist es dann so gekommen, dass ich mich ein Stück weit mehr mit der Religion befasst habe. Wirklich auch aus Interesse halber und weil ich natürlich auch daran glaube. Ja, also wenn ich jetzt aber gab es da so ein einschneidendes Erlebnis, wo du gesagt hast, ich will mich jetzt auch auf jeden Fall definitiv besser informieren über die Religion, die ich ja schon irgendwie praktiziere für mich selbst? Ja gut, so tatsächlich war es so, dass beispielsweise die Krebserkrankung meiner Mutter ein ganz, ganz, ganz einschneidendes Erlebnis gewesen ist. Und dann am Ende der Kette halt dann der Tod meiner Mutter. Hat wirklich etwas gewesen ist. Vor dem Tod deiner Mutter Gebete in Form von hoffentlich wird sie wieder gesund, bitte lass sie gesund werden. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Jeden Tag. Und irgendwann dann natürlich, wenn du halt siehst, so wie deine Mutter an diese Maschine angeschlossen ist, so, dann betest du eigentlich nur noch dafür, dass sie jetzt einfach ihre Ruhe finden sollen. Weißt du, so, das war so am Anfang so, bitte, 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 sie soll wieder da sein, sie soll gesund sein, soll gesund werden, soll gesund werden. Und dann irgendwann so nach 3-4 Tagen Intensivstation so dachte ich mir so, ey, bitte, Mann, sie soll einfach nur ihren Frieden finden, so, weißt du. Und habe dann natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass ich halt mit einem unglaublichen Verlust konfrontiert war in meinem Leben, war ich dann natürlich halt noch mehr darauf erpicht, einfach rauszufinden, so was ist denn jetzt so meine Religion und was sagt denn meine Religion und was wie hilft sie mir denn vor allem so, ne? Und vor allem auch einen Weg gesucht, um halt nicht nur immer so zu sagen, so ja, der Islam und das ist halt immer alles so wie es halt dargestellt wird und wie es halt überall halt irgendwie so gerade in den Köpfen der Menschen kursiert, sondern so, wie kann mir denn meine Religion helfen, so, verstehst du? Und wie kann ich denn dann meiner Mama helfen, indem ich halt jeden Tag darum bitte, dass der liebe Gott ihr halt ihre Sünden verzeihen mag und sie halt ins Paradies kommen lassen möge, so, verstehst du? Ich meine, so, das ist halt das, was ich machen kann, jeden Tag als der Sohn meiner Mutter und dann natürlich wiederum dann auch selber meinen Glauben sozusagen zu leben, ihm zu folgen. Ja, und das sind dann halt einfach Sachen, die mich halt momentan immer wieder mal mehr beschäftigen und definitiv Sachen sind, die ich vielleicht irgendwann mal auch wirklich so gut kennengelernt habe, sodass ich halt auch wirklich bewusst auch mit meinem Glauben leben kann. So, heute bin ich noch sehr viel angewiesen so auf Erzählungen und auf Ratschläge von meinen Freunden. Ich habe da wirklich Kollegen in meinem Freundeskreis, die da sehr, sehr schön auch darüber Bescheid wissen. Weißt du, so auf eine angenehme Art und Weise, wo man sich austauschen kann und einfach zu schauen, dass man doch am Ende des Tages halt einfach so dann von dieser Erde geht, so, dass man halt zumindestens so irgendwann, wenn man sich für das, was man getan hat, rechtfertigen muss, und das musst du nur vor Gott, vor niemandem sonst, dass du da halt wenigstens sagen kannst, okay, also so, ich hoffe, du weißt, ich will mir jetzt nicht anmachen, also so, dass ich so einen duzenden Dialog führe, aber so nur sinngemäß, so dass ich halt sage, so, ich hoffe, oder nicht, was ich hoffe, ich weiß, dass er weiß, ob ich ein guter Mensch war oder nicht. So, verstehst du, was ich meine? So, und das ist so der Grund, warum ich dann immer mehr mich damit auseinandergesetzt habe und ich halt auch viele Dinge so dazugelernt habe, die ich bis dato halt auch nicht wusste. So ganz einfach. Ich sehe das so, dass, also das ist meine Auffassung von Religionen im Allgemeinen, bezogen auf alle Weltreligionen und alle kleinen Religionen, die es irgendwo gibt in China und was weiß ich, dass grundsätzlich die Aufgabe von Religion darin besteht, Menschen Werte zu vermitteln und generell einen Menschen zu einem guten Menschen zu machen. So, ich glaube, in Religion geht es sehr viel um Gut und Böse, um das Grundsätzliche von Anbeginn der Zeit bestehende Gute und das Böse. Und ich glaube, Religion ist immer dafür da, um etwas Gutes zu bewirken und steht für das Gute stellvertretend. Wie siehst du das? Was meinst du, ist die Aufgabe von Religion? Jetzt ganz allgemein. Also ganz allgemein kann ich gar nicht sprechen, weil für mich gibt es nur eine Religion. So. Mir ist bewusst, dass es viele verschiedene Glaubensrichtungen gibt auf dieser Erde und viele Menschen halt
verschiedene Glaubensrichtungen leben. Für mich persönlich gibt es nur eine Religion und ich mache mir deswegen ja auch keine Gedanken über beispielsweise jetzt irgendwelche Sekten oder Buddhisten oder sonst irgendwas. Ich bin halt bekennender Muslim. So, und für mich ist der Islam meine Religion und auch die Religion. Das Problem ist natürlich, dass heutzutage einfach, wenn ich jetzt sagen würde, so ist der Islam ist halt die einzige wahre Religion, dann wird dann wieder gesagt, ja guck mal, auf der Internetseite wird auch mit diesem Slogan geworben und das sind ja eigentlich so eine Leute und eigentlich wollen die da hier nur das bewirken und bla bla bla. Also, ja, du kannst ja für dich sagen, für dich ist es genau. Die einzige Religion. Ganz genau, ja, ganz genau. Ja, für mich persönlich. So. Ich vermeide aber... Was ja nicht bedeutet, dass du andere Religionen nicht respektierst oder denen irgendwie... den nicht erlaubst, ihre Religion zu praktizieren. So, du sagst ja immer wieder, eine Koexistenz ist ja das, was im Grunde erstrebenswert ist. In allen Bereichen möglich. Für mich in allen Bereichen möglich. Ja. Und ich bin ja auch zum Glück, also ich bin ja auch froh, auch in vielen Dingen so, dass ich das nicht regeln muss, Alter. So, verstehst du, was ich meine? Ob du jetzt nun den richtigen Weg einschlägst oder nicht, so ist es erstmal deine Sache. Und du dann vielleicht am Ende des deines Lebens auch nicht am richtigen Ziel angekommen wirst, ist auch dein Problem. So, und ich habe darüber nicht zu urteilen. So, wie steht es nicht zu, dir zu sagen, ob du ein guter oder ein schlechter Mensch bist? So, ich kann nicht mal selber über mich das behaupten, ob ich ein guter oder schlechter Mensch bin. Ich kann nur sagen und versuchen, das, was uns gegeben wurde, ja, an Geboten und an Schrift, dass man dem sozusagen so gut wie es geht folgen möge. So. Weil wenn ich ganz ehrlich bin, vor allem meine Religion, ich weiß über andere Religionen viel weniger als über den Islam beispielsweise, über den ich halt leider auch nicht so viel weiß, wie ich es vielleicht gerne wollte oder mir wünschen würde. Aber das ist ja meine Entscheidung. Also ich kann mich ja auch proaktiv dafür auch entscheiden. So, das ist ja nichts, was jetzt nicht für immer im Verborgenen bleiben muss. Oder? Aber ich kann nur so viel sagen, ich habe den festen Glauben daran, dass das, was in unserem Buch im Koran geschrieben wurde, wirklich komplett dazu dient, wie du gesagt hast, dass am Ende des Tages eigentlich auch Menschen nach bestimmten Regeln miteinander zusammenleben auch. Verstehst du, was ich meine? Darum, es geht gar nicht mehr immer so dieses, so wer ist jetzt der Richtige und wer ist der Falsche, so, nee, sondern... Es sind viele, viele, viele nur unglaublich vernünftige, wenn sie dann auch richtig auch dargelegt und ausgelegt werden. Das ist ja dann auch die größte Gefahr, dass etwas anders dargelegt wird. Da sind wir dann wieder auch so bei Texten und so weiter und so fort, dass dann jeder eigentlich das so versteht, der so versteht. Und wenn man dem dann wirklich so folgen würde, wie es dann gemeint wäre oder gemeint ist, so dass man wirklich so einfach als entspannter, guter Mensch miteinander lebt, mit allen Menschen, die um dich herum sozusagen leben und am Ende des Tages sogar als größtes Geschenk dann in das Paradies eintrittst. So. Ich hatte kürzlich eine sehr interessante Diskussion mit einem Freund, der tatsächlich über den Islam eher weniger Bescheid weiß, sage ich mal. Und der hat dann gefragt, also Religion, schön und gut, kann ja vielleicht was Schönes sein, aber Religion ist ja so unfassbar einschränkend. Religion schränkt dich in so vielen Sachen ein. Dann hat er mir zum Beispiel aufgezählt, wie zum Beispiel Alkohol trinken oder kein Geschlechtsverkehr bis zur Ehe und so weiter. Und dann habe ich direkt dort in meiner naiven, wenngleich jetzt im Nachhinein trotzdem richtigen Art geantwortet und gesagt, aber ist es denn so verwerflich zu sagen, dass Alkohol nicht gut für dich ist, also dass du keinen Alkohol trinken sollst? Oder ist es so verwerflich zu sagen, du sollst nicht mit unfassbar vielen Menschen Geschlechtsverkehr haben, sondern einfach wirklich heiraten und einer Person treu sein? Da sieht man natürlich nichts Schlechtes dran. So, jetzt geht es natürlich darum, andere Meinungen trotzdem zu akzeptieren und deren Auslegungen von Christentum oder Islam auch zu respektieren. Und dir ist es wahrscheinlich auch egal, was andere machen. Du lebst ja die Religion für dich und deine Familie aus, so in dem Ding. Klar, und noch einmal, ich bin ja auch nicht für deinen, oder du auch, bist ja auch nicht für deinen Kollegen verantwortlich, der das eher aus einem anderen Blickwinkel sieht. Und einfach dann eher sagt, nee, pass mal auf, so Religion ist eher das, was mich einschränkt und was mir eigentlich total viel verbietet oder so. Dafür gibt es ja da einfach auch tausend, oder eigentlich auch nicht tausend, aber es gibt auf jeden Fall so das Argument, dass man sagt, okay, klar,
kein Alkohol, dies, das, es gibt Regeln, wie sollte man sich halten, aber du kriegst dafür das Paradies. Also so das Ultimative bekommst du dafür. So dafür, dass du halt einfach auch Dinge nicht machst, die dir vielleicht auch sehr gar nicht bekommen. So. Weil Alkohol so fuckt dich einfach auch ab. Und das hat auch jetzt nicht nur irgendwas mit Religion zu tun, sondern wissenschaftlich und medizinisch auch unterstützend zum Glauben, dass einfach das Gift ist für dich. So. Nicht nur für deinen Körper, auch für deinen Geist. Und es geht in der Religion ja auch viel darum, einfach auch das Gift für den Geist fernzuhalten. Ja? Also ich finde das immer schwierig, über Religion zu reden, gerade wenn man in einer so öffentlichen Position ist wie ich, weil ich mir natürlich auch wünschen würde, dass sich Menschen mit der Religion befassen, weil sie selber sozusagen den Zugang zur Religion suchen und nicht, weil Bushido hat irgendwie gesagt, so, ja, hallo Leute, ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, weil heute sieht man ja einem ja auch an, ob er Muslim ist oder nicht, so und deswegen so bla 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 und so und deswegen alle dann sagen so, ja klar, wir machen das genauso wie Bushido sagt, also ich bin da ein ganz, ganz schlechter Gesprächspartner, was so Religion betrifft, so, weil ich halt, wie gesagt, also noch viel, viel selber zu lernen habe, bevor ich wirklich anderen Leuten was sagen könnte. Ja klar, aber bei einer Diskussion rund um Religion geht es ja nicht zwangsläufig darum, anderen Leuten etwas beizubringen, oder? Klar, natürlich. Nur es gibt natürlich auch so den anderen Gesprächspartner, der die halt so total, der kennt die alles zitieren und erklären und so. Und ich will glauben erstmal so, ne? Und ich glaube auch und ich glaube an Gott und wie gesagt, es ist für mich auf jeden Fall der richtige Weg. Und ich versuche, dass das so alles halt irgendwie so im Einklang miteinander ist. Verstehst du, was ich meine? Und ich respektiere jeden Menschen, der nicht dieser Meinung ist. Denn er tut sich ja selber durch diese offensichtlichen Widerstand, so, ne? Was natürlich, ja, darf er ja so, ist ja jetzt kein verbotener Widerstand, obwohl Gott dir das verbietet eigentlich. Aber er macht für sich sozusagen das größte Minusgeschäft. Nicht für mich und auch nicht für dich und für keinen anderen auf dieser Welt, sondern jeder ist für sich selber am jüngsten Tag Rechenschaft schuldig. So, weißt du, so, und für nichts anderes. Auch nicht deine Mutter oder dein Vater und so an diesem Tag, da kennt niemand niemanden. So, verstehst du, was ich meine? Und deswegen so, versuch einfach ein guter Mensch auch zu sein. So, weißt du, so, sei ein guter Mensch. Auch für dein Umfeld und für deine Gesellschaft und so, weißt du, so, es wird dir gut tun, einfach auch ein guter Mensch sein zu wollen, auch so, weißt du. Und mehr ist jetzt so auf dieser Preach-Ebene eigentlich nicht zu sagen, aber Religion ist einfach eine Sache, die mir auf jeden Fall in einer sehr, sehr dunklen Zeit geholfen hat. So. Und es ist etwas, was mich weiterbringt. Und meine Frau hat mir genauso sehr geholfen und meine Kinder haben mir auch so sehr, also genauso sehr geholfen. Und deswegen sind das Sachen, die sind gut für mich. So. Ich merke, ich sehe auch, das ist gut für mich. So. Verstehst du? Es gibt Sachen, die sind nicht gut für mich. Und diese Sachen möchte ich nicht machen. Aber diese Sachen, die Religion, meine Frau, meine Familie, meine Kinder, meine engsten Freunde, so, das sind Menschen, die sind gut für mich gewesen, auch in Zeiten, in denen ich halt einfach gedacht hatte, so, Alter, jetzt geht gar nicht mehr klar, so, mein Leben hat keinen Sinn, meine Mutter ist tot. So, was soll ich jetzt, so, ich kann nichts mehr machen, so, es gibt für mich keine Perspektive mehr, so, verstehst du, was ich meine? Da möchte ich kurz anknüpfen, meinst du, für viele Menschen muss es Gott geben, die glauben an Gott, weil sie sich sonst viele Sachen einfach nicht erklären können oder sie hoffen einfach, dass Gott die Erklärung ist für viele Sachen, die einfach in ihrem Leben passieren? Ich kann diese Frage so nicht beantworten, weil ich kann nicht sagen, so, ja, für viele Menschen muss es Gott geben. Es gibt Gott. So, das sage ich. Für mich gibt es Gott. Und ich kann mich deswegen halt auch schwer so in so andere Menschen hineinversetzen, um dann so halt auch zu reden, so, dass man sagt, so aus der Sicht eines Menschen, der halt nicht an Gott glaubt. So, weiß ich meine? Oder nicht dem Islam angehört und so, das kann ich mich schwer reinversetzen, weil ich kann das nicht verstehen, warum dieser Mensch das
nicht, ich respektiere es, aber ich kann es nicht verstehen, warum er es so denkt. Hm. So. Aber nichtsdestotrotz möchte ich ihm das auch so lassen, wenn er das denn so für den richtigen Weg empfindet. So, genauso sehr, wie ich halt natürlich dann auch von ihm erwarte, mir dann halt auf jeden Fall auch wenigstens zugestehen zu dürfen, so dass ich für mich aber meine Religion als wichtig und richtig empfinde. So. Du hast natürlich bezogen auf deine Karriere als Gangster-Rapper mit krassen Texten plus der Komponente, dass du eben zum Islam zugehörig bist, diverse Kritiken bekommen, so von wegen, ey, das kann nicht sein, der kann kein Moslem sein, so die Texte, die er schreibt und auf der Bühne, wie er rappt, wie er über Frauen redet, bla bla. Wie siehst du das Ganze? Inwiefern kann, oder inwiefern ist da was dran? Inwiefern kann dich denn überhaupt deine Religion künstlerisch einschränken? Gibt es da Einschränkungen? Oder sollte es überhaupt welche geben, wenn wir jetzt über Kunst reden und über Bushido und seine Musik? Ich kann nur so viel sagen, dass ich halt nicht, ich bin auf gar keinen Fall, so wie wir alle auf dieser Erde, wir sind alle mit Makel behaftet und wir sind auf keinen Fall unfehlbar und wir machen Dinge vielleicht auch noch bis unserem Lebensende, die nicht okay sind, ja, und ich hoffe einfach nur, dass ich mit Gottes Willen und mit Gottes Hilfe irgendwann so weit bin, dass ich halt nicht mehr in so einer Situation bin, in der ich vielleicht noch irgendwie Dinge mache, die nicht okay sind, ob es jetzt nun vielleicht die Musik ist oder ob es vielleicht das andere ist oder dies oder jenes oder so. Aber momentan, so, es ist halt im Moment halt auch mein Leben so, ne? Und ich bestreite halt auch meinen Lebensunterhalt mit dieser Sache und ich hoffe vielleicht auch, dass ich irgendwie eines Tages halt so viel Schicksal von Allah bekomme, dass es auch auf eine andere Art und Weise geht. So, weißt du? Was meinst du, ist das beste Argument, wenn jemand Ungläubiges vor dir steht und vielleicht darüber nachdenkt oder an der Kippe steht zum Gläubigwerden und darüber nachdenkt, da muss es doch irgendetwas geben. Was ist das beste Argument, um ihn quasi weiß zu machen, da gibt es etwas, du kannst ruhig oder du darfst ruhig an etwas glauben, das wird dir gut tun? Es gibt so viele Dinge, die einen Menschen so davon überzeugen müssten, dass Gott existiert, ja? Angefangen vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Jetzt kommen die Leute und sagen, ja, was redet der, lebt in der Steinzeit und das ist ja alles astrologisch erklärt und die Erdumlaufbahn und bla bla bla. Ja gut, okay, ist doch kein Problem. So könnt ihr doch so glauben, ist doch kein Problem. So dreht sich ja auch alles und bewegt sich ja auch alles so. Verstehst du, was ich meine? So, aber mein Auto fährt auch nur, wenn ich aufs Gas drücke. So. Und auch nicht von ganz alleine so. Verstehst du, was ich meine? Und es gibt so viele Wunder überall um uns herum, die uns sozusagen die Nähe zu Gott zeigen könnten und auch müssten. Aber wenn dein Herz so aus Stein oder dein Herz so verschlossen ist, dass du dem gegenüber nicht offen bist, dann wird wahrscheinlich kein Argument der Welt dich davon überzeugen, zu glauben oder glauben zu wollen. So, weißt du, so? Guck dich um und frag dich selber, ob das etwas ist, was dich zum Glauben bewegt und nicht nur zum Wissen. So, weißt du, so? Ich will glauben, ich will nicht alles wissen, ist mir egal. So, verstehst du, wenn ich Polarlichter sehen würde und ich würde, keine Ahnung, im 4. Jahrhundert leben und so, dann würde ich das einfach glauben. So, dann würde mich das Nicht-Wissen gar nicht stören. So. Und damals haben viele Menschen auch geglaubt. Natürlich ist dann die Revolution, die wissenschaftliche Revolution eingekehrt und sowas. Weißt du, ich meine? Erde aber ist leider doch keine Scheibe. Genau, aber das war ja auch ein Geschenk Gottes. Verstehst du? Er hat uns ja auch das gelehrt, was wir nicht wussten. So, ne? Also das ist ja auch wiederum eine Sache, die eine Gabe auch von unserem Schöpfer ist und für die wir auch dankbar sein sollen und auch dürfen und auch können. Dass wir so viel Kopf und so viel Gehirn haben und so viel Verstand besitzen, sodass wir aktiv an unserem Leben auch teilhaben können. So, verstehst du, was ich meine? Und was auf gar keinen Fall natürlich richtig ist, ist, dass man sagt, so, ja, Moment mal, ich krieg eh alles von Gott. Ja, ich bleib jetzt zu Hause sitzen. So lange, bis irgendwas von ganz alleine passiert. Nein. Ich bete halt jeden Tag, dann wird schon was Gutes passieren. Genau. So, gib dein Bestes. Ja, gib dein Bestes, geh an dein Limit, menschlich. Ich meine jetzt nicht, dass du dich halt, weißt du, ich meine nur,
So, reize wirklich auch deine Ressourcen aus, so, tu dein Allerbestes und den Rest, den wird eh der liebe Gott für dich machen. So, verstehst du so? Dein Schicksal ist geschrieben, dein Leben ist geschrieben, das, was man bekommt, ist geschrieben, das ist meine Meinung. Ja, also bitte nicht falsch verstehen. So, ich möchte niemandem sagen, so, dass es ist meine Meinung, ich glaube das. Ja, ja, deswegen, so. Ich frage dich ja explizit auch nach deiner Meinung, nach deiner Anschauung und Religionsausübung. So, und ich glaube einfach daran, so. Und allein schon, wenn ich meine Kinder jeden Tag angucke, so, dann ist das einfach so, dann verstehst du, was ich meine, so, das ist noch viel mehr. Deine Kinder werden natürlich, also ich muss natürlich fragen, ich kann es mir denken, beziehungsweise weiß ich natürlich, dass es so sein muss, aber die werden natürlich auch nach dem Islam erzogen, ne? Islam, ja, gut, du weißt ja, dass der Islam, beziehungsweise auch die Religion vom Vater sozusagen übergeben wird. Genau, aber für alle, die es nicht wissen, frage ich natürlich nochmal in dem Fall nach. So. Anders als im Judentum richtet sich der Glaube nach der Mutter. Mhm. So. Also, und deswegen ist es sowieso allein vom Geburtsrecht her der Islam natürlich, klar. Sicherlich. Und ich würde irgendwann natürlich auch hoffen und mir wünschen, so dass meine Kinder halt auch vernünftig glaubende Menschen sind. Ja, das ist sehr wichtig, dass auch die Vernunft eine große Rolle spielt und dass das auch das Barmherzige auch eine Rolle spielt so in ihrem Glauben. Und das Wichtigste, dass sie es halt für sich auch selber entdecken. So, verstehst du, was ich meine? Dass sie das fühlen und spüren. So, du kannst ich bin Rapper beispielsweise so, ich kann jetzt meinen Sohn jeden Tag mit ins Studio nehmen oder auf Auftritte nehmen und so, der merkt das dann, der sieht das dann und irgendwann wird das vielleicht auch machen, aber weil er es halt nicht anders gelernt hat oder so, weißt du, ich meine, aber wenn da diese Leidenschaft plötzlich fehlen würde, ja, und dieses Wollen und Verstehen auch, so, dann wäre es ja auch eigentlich auch so nur halb so schön, weil dann macht man das, weil man sich anders kennt, so, verstehst du, so, ich fände es schöner, wenn man dann auch das genauso sieht, weil man es halt auch selber fühlt. So, weißt du so? Finde ich ein bisschen romantischer auf jeden Fall. So. Und ein bisschen wärmer auch den Gedanken. So. Damit ist das ganz gut gesagt für mich, glaube ich. Ja, vielen Dank, dass du so ehrlich darüber geredet hast. Das ist ja ein sehr intimes Thema. Habe ich ja schon in der Einleitung. Und auch schwierig, vor allem auch ein schwieriges Thema. Aber auch sehr interessant, da verschiedene Meinungen zu hören. Also ja. Naja, so. Hat euch hoffentlich genauso gefallen wie mir. Ja? Vielen Dank nochmal, Bushido. Nicht dafür, Dicky, Alter. So. Überhaupt kein Thema. Wir kommen jetzt von Religion zum Thema Kochen. Ich habe schon gesehen, Mann, irgendwelche Töpfe wohnen hier so.